denke, ich habe den Fehler gefunden. Nee. Theoretisch könnte ich sogar ins nächste Dorf laufen, beziehungsweise so weit, bis ich Internet habe. Ja, hoffentlich läuft der Bus wieder. Das war so nicht geplant. Dieses Video sollte eigentlich entspannt sein. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Bodenfreiheit. In diesem Video wollen wir endlich in die Wüste starten. Das ist ein Rundkurs, den wir geplant haben, zu einer schönen Tafelbergkulisse. Ich glaube, es ist noch gar nicht so sandig, aber auf jeden Fall sind wir so weit im Süden, dass die Route auch langsam an der algerischen Grenze entlang führt. Dort soll es schöne Kulissen geben zum Anschauen. Es wird die ehemalige Strecke Paris-Dakar, die berühmte Rallye, wird ein bisschen angeschnitten. Also ich glaube, das ist ganz spannend. Auch weil wir jetzt alleine unterwegs sind, ohne anderes Fahrzeug, ist das vielleicht für den Einstieg ganz gut. Deswegen heißt es für uns jetzt erstmal alles auffüllen, Wasser nochmal tanken, ein paar Kleinigkeiten einkaufen, dass wir dann auch völlig entspannt starten können. Mal gucken, wie viele Tage wir unterwegs sind. Wird wahrscheinlich allzu lang sein, weil mit dem Kleinen, mit unserem 8 Monate alten Baby wollen wir jetzt nicht übertreiben. Und dann geht es irgendwie weiter. Vielleicht in diesem Video, vielleicht im nächsten Video wollen wir auf jeden Fall noch die ganzen berühmten Ekchebi, Ekchegaga, Sagora, Mersuga. Habt ihr vielleicht alles schon mal davon gehört? Jetzt starten wir erstmal in diesem Video. Viel Spaß. Ich weiß selber nicht, was uns erwartet. Los geht's. Dranbleiben. Viel Spaß. So, kurzes Real Talk. Ich stelle jetzt das Handy hier aufs Stativ. Da hinten macht die Christine gerade eine Story für Instagram. Das ist gar nicht so leicht, das Ganze immer alles zu verbinden. Aber es macht uns sehr viel Spaß. Deswegen machen wir das Ganze. Und jetzt Handy aufs Stativ, Auto anmachen und dann hier so eine coole Fahrszene. Ein Salat, eine Gurke hast du schon? Ja, noch Zwiebeln. Kartoffeln größere, oder? Noch zwei Stück. Merci. Avexit. Sehr lecker, aber nett. Hast du Kartoffeln? Nein. Ja, nimm mal 2, 3 raus. Nimmst du den Korb, der ist hinter dir? Na, T-Shirt cool aus. Vielleicht ein paar Mandarinen. Ist das okay, Polyfoto? Ja. Merci pour le thé. Probier. Ah, oui, oui, oui. Na, der Papa, der zahlt. Merci. Gut. Wir haben jetzt die Route angefangen. Es beginnt mit einer ganz unspektakulären Rollfahrtliste. Und da vorne kann man schon die erste Militärkontrolle sehen. Jetzt mal gespannt, was sie von uns wollen. Manchmal lassen sie einen einfach nur durchfahren. Manchmal wollen die dann aber auch so eine Fiche. Das ist dann ein Zettel, wo alles ausgefüllt ist, alle Personaldaten, Fahrzeugdaten. Und man soll denen dann immer sagen, wo man hinfährt und auch wo man wieder rausfahren möchte. Wir haben natürlich keine Fiche ausgefüllt. Wir gucken jetzt einfach mal. Es kann auch sein, dass sich das jetzt über die Jahre alles entspannt hat. Dass sie einfach sagen, viel Spaß. Aber es kann auch genauso sein, dass sie sagen, hey, habt ihr Alkohol für uns? Wo ist die Fiche? Bla 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 bla. Ja. Werden wir mal sehen. Ich glaube sogar hier, das war die Kontrolle, wo die damals nach Alkohol gefahren haben. Ja, ich glaube es auch. Ich hatte das auch in Erinnerung. Ja. Hallo. Also der Militärpostenmann war sehr freundlich. Der wollte nur wissen, wohin wir fahren und hat uns eine gute Reise gewünscht, also wollte auch nichts von uns haben. Ça va? Ça va? Gaga. Immer. Ah. Merci beaucoup. Ja, es geht weiter auf buckliger Piste. Ich hoffe, wir finden heute einen tollen Stellplatz. Sandiger Abschnitt. Wir haben jetzt noch keine Luft abgelassen. Es geht steil runter und wieder steil hoch. Mal schauen, wie wir das jetzt bewältigen. Aber
offizieller Stellplatz sein. Ich glaube, da war auch jemand gestanden. Das, ich glaube, das ist gut. Ja, aber ich glaube, der ist gar nicht so schlecht wegen dem Felsen, weil das so windgeschützt ist. Schöner Platz. Ja, ich denke, bauen wir mal das Lager auf. Der Kleine schläft noch. Das ist immer doof, wenn wir anhalten, aber... Christine füttert jetzt unseren Kleinen. Wir stehen hier immer noch an demselben Platz. Es ist leider ein bisschen fliegenverseucht, sage ich mal vorsichtig. Also die sind auf jeden Fall nervig. Wir haben zum Glück jetzt mal Mückengitter dran gemacht. Und während der Kleine kocht, bereite ich unser Essen vor. Es gibt jetzt einfach mal ganz klassisch Nudeln. Der Kleine kocht? Während der Kleine isst, koche ich. Während der Kleine kocht. Wir haben einen faltbaren Topf, wollte ich euch erzählen. Bei uns ist eigentlich alles faltbar. Wir haben einen faltbaren Wasserkocher, faltbaren Topf. Der ist jetzt rein optisch nicht der schönste, aber sehr, sehr praktisch. Wir haben auch hier so einen Waschkorb, wo jetzt einfach unsere ganzen Einkäufe drin sind. Aber wie ihr wisst, bei uns immer alles auch ein bisschen Chaos, vor allem nach so einer kleinen Offroad-Passage. Wir werden jetzt einfach mal gucken. Der Kleine isst, wir essen und dann gucken wir mal, ob wir diesen Platz hier wieder verlassen. Christine ist jetzt gerade draußen beim Kleinen. Jetzt kümmere ich mich mal ums Essen. Es gibt, wie gesagt, Nudeln, Aioli mit Knoblauch und Arganöl wollen wir das Ganze diesmal probieren. Marokko ist ja bekannt fürs Arganöl. Das kriegt man eigentlich in jeder Stadt. Überall sitzen da meistens Frauen, die dann das Ganze entweder mit so großen Steinen noch so richtig malen oder gibt es dann eigentlich, das ist so das typische Mitbringsel aus Marokko. Arganöl gibt es zum einen zum Essen und zum anderen kosmetisch. Das Kosmetische ist gut für Haut, für Haare, für was noch? Ja, Haut und Haare. Und ich wollte sagen, dass das Arganöl eher nussig schmeckt, also echt lecker in Salaten. Genau, ich habe das lecker. Hier. Wir haben das hier in Tafraout gekauft. Das ist so vom Geruch. Nussig. Sehr nussig. Richtig und lecker. Man kann damit sehr, sehr leckere Salate machen. Und wir probieren jetzt einfach mal Spaghetti, Aioli mit Knoblauch und Arganöl. Und dieser Tisch hier ist eigentlich auch ziemlich praktisch. Diese Tischplatte lässt sich in alle Richtungen verschieben. Man könnte jetzt theoretisch sogar draußen kochen, wenn man das den Arm rausschwenkt. Und den Tisch haben wir immer unter der Sitzbank verstaut. Wenn man die hochklappt, kann man das in so eine Führung reinschieben. Brauchen wir nicht häufig, weil wir sowieso meistens draußen kochen und uns draußen aufhalten. Aber es ist trotzdem sehr praktisch. Wie findest du das Rezept mit Arganöl? Oh, die Fliegen nerven. Schaut mal das. Ja. Alles voller Fliegen. Ja, mal gucken. Wir gehen jetzt gleich mal spazieren. Hinten die Touris sind gerade wieder weggefahren. Das heißt, wir laufen mal zum Palmenhain. Da wird es zwar auch die Fliegen geben, aber vielleicht ein paar weniger. Oder wir machen ein schönes rauchiges Feuerchen mit Palmenwedeln. Mal gucken. Hier sieht man schön, wie uns die Möwen in Essaouira das Auto vollgekackt haben. Hier in diese Gepäckwanne wollte ich noch eine Tasche reinpacken. Da habe ich mir jetzt von Max für die Airline-Schienen so Halter mitgebracht. Ja, ich glaube, beim nächsten Stopp mache ich das Auto nochmal komplett sauber. Hier an sich echt schön, wenn bloß diese Fliegen nicht wären. Manchmal ist es ja der Wind, der einen stört. In diesem Fall sind es wirklich die Fliegen. Boah, wir haben uns jetzt dann zum Schluss bei uns gefahren. Das heißt, jetzt erstmal Luft ablassen. Kaffee haben wir jetzt auch getrunken. 2,5 Bar, vielleicht 2 Bar direkt, weil da doch auch, ich glaube, ich gehe auf 2 Bar. Und im Sand würde ich dann so auf 1,5 Bar gehen. Das ist dann, denke ich, ganz gut. Und im Notfall auch auf 1 Bar runter. Aber für die jetzigen nächsten Stunden, denke ich, ist so 2 Bar erstmal gut. Dann 1,5, wenn es schwieriger wird. Dann gucke ich mal oder gucken wir mal, wo wir heute landen. T3 springt nicht an. Sehr ärgerlich. Hast du schon gesagt, irgendwie springt das nicht an? Man hat es im Video gesehen. Was machen Sachen? Naja, prüfen, schauen, keine Ahnung. Hört sich so ein bisschen an wie beim letzten Mal, als er nicht angesprungen ist. Das war dann das Steuergerät. Oh, habe ich jetzt Bock, alles rauszuräumen, durchzumessen, zu checken, zu prüfen. Weißt du, was wir machen? Was? Wir prüfen direkt das Steuergerät. Wir stecken einfach mal direkt das Steuergerät um. Ja. Vielleicht ist es das. Das wäre es natürlich. Ich habe das hier vorne im Handschuhfach. Ja, Sprit haben wir, Strom haben wir, Anlasser funktioniert. Hier,
Steuergerät, immer parat. Das stecke ich jetzt schnell rein. Vielleicht ist es tatsächlich das. Das wäre natürlich mega. Ist es aufwendig, das reinzustecken? Nee, ich muss da nur in unseren Storage und dann 10 Minuten ab jetzt. Gut, eigentlich ist das Steuergerät hier unten montiert. Wir haben das hier an der Seite, weil wir da unten Platz für unsere Technik gebraucht haben. Unser Storage ist randvoll mit Sachen, die räume ich jetzt aus. Und hier an der Seite ist dann das Steuergerät. Dann stecke ich das mal um. Das wäre natürlich ein Wunder. Und es wäre auch krass, wenn das zweite Steuergerät kaputt geht innerhalb kürzester Zeit. Aber das ist jetzt das Einfachste erstmal. Okay, Steuergerät ist eingesteckt. Yes. Okay, dann an das Ding. Nee. Schade. Ich denke, ich habe den Fehler gefunden. Und zwar schaut die Zündspule ziemlich komisch aus. Da war hier überall so ein richtig schwarzes, klebriges Zeug. Das ist da runtergelaufen, da sieht man es noch ein bisschen. Und hier, so schaut die Zündspule von unten aus. Schmort. Bäh, stinkt wie Teer. Keine Ahnung. Ich mache das jetzt mal ein bisschen sauber. Ja, ich reinige das alles. Vielleicht war das dann schon der Fall. Irgendwas. Die ist ja richtig. Da ist ja richtig Alarm. So, guck mal an. Dieses schwarze, eklige Zeug war quasi um diesen Deckel mit der 770 ummantelt. Keine Ahnung. Also irgendwas ist in der Zündspule drin, was ausgedrückt wurde. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich habe richtig Glück, dass ich eine Zündspule dabei habe, weil vor der Reise habe ich mir nämlich einfach mal gedacht, der Bus lief nicht. Und da habe ich den Fehler bei der Zündspule vermutet nach dem Rausmessen. Letztendlich war es das Steuergerät, aber die Zündspule, die ich bestellt hatte, habe ich jetzt mal mitgenommen. Und ich glaube, ich werde die mal dran machen, weil ich habe echt Angst, dass wenn ich mir die dran mache, jetzt muss ich mal überlegen, eigentlich kommt Strom rein und das Ding, eigentlich dürfte da nichts passieren. Weil ich hatte Angst, dass ich mir irgendwie das Steuergerät oder so zerschießt. Aber anyway, ich habe ja eine Zündspule dabei. Ich baue jetzt die wieder ordentlich zusammen, mache nochmal alle Kontakte sauber und so weiter. Hol die andere Zündspule, schau mir das mal an, wie das bei der aussieht. Und vielleicht, das muss der Fehler sein. Da bin ich mir eigentlich 100% sicher. Aber ich muss da mal später nachlesen, weil wir haben kein Internet. Wir stehen wir sind gar nicht so weit weg. 20, 30 Kilometer von dem nächsten Ort mittlerweile entfernt. Hier kommen aber auch, wie gesagt, ab und zu Leute vorbei. Also ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass jetzt irgendwas Schlimmeres wäre. Wir haben genug Wasser, wir haben eigentlich genug Sprit. Theoretisch könnte ich sogar ins nächste Dorf laufen, beziehungsweise so weit, bis ich Internet habe. Und dann wollte ich mich eh bald wieder mit dem Benni treffen, mit dem anderen Synchro. Dann müsste ich ihn halt anrufen. Aber ich denke, das wird schon. Jetzt hole ich mal die Zündspule oben aus der Zargis-Kiste. Mach die erstmal sauber, vergleich alles und dann, ja, hoffentlich läuft der Bus wieder. Das war so nicht geplant. Dieses Video sollte eigentlich entspannt sein. Ein bisschen Offroad fahren, ein bisschen Wüste. Jetzt ärgert es mich mit dem Wind, weil ich habe ja eigentlich auch noch Mikros mittlerweile. Aber egal, nicht zu viele Themen. Jetzt das zusammenbauen, neue Zündspule holen, einbauen, starten. Da hinten läuft Christine. Da, mit Noah ein bisschen spazieren. Und dann fahren wir hoffentlich gleich weiter. Sehr schön, Zündspule ist am Start. Jetzt vergleichen wir die mal. Okay, die Zündspule habe ich jetzt einfach mal provisorisch angesteckt. Kommt jetzt die Stunde der Wahrheit. Bitte, 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 bitte. Und... oh mein Gott! Liebling! Der Bus läuft! Geil!
baby. Ja. Oh mein Gott. Ach Freunde, ich sag's ja immer wieder, ich habe gar keine Ahnung, aber ich bin jetzt so glücklich, dass es ja eigentlich Teile tauschen. Ich habe jetzt einfach Glück gehabt, dass ich das richtige Teil dabei hatte. Gut, man musste ein bisschen reinschauen in den Motorraum, hat dann aber, glaube ich, relativ leicht sehen können, woran es gelegen haben könnte. Und ich bin echt happy. Das ist cool. Irgendwie ist das, ach, schön. Wie gesagt, ich habe eigentlich keinen Plan. Hätte alles sein können. Ich habe jetzt richtig Glück gehabt, dass ich das richtige Ersatzteil dabei hatte. Aber das ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man weiß, der Bus läuft nicht, man steht irgendwo am Arsch der Welt. Man müsste Hilfe holen, wir haben Baby dabei und so weiter. Und dann ein Teil zu tauschen und der Motor springt wieder an, das fühlt sich echt himmlisch an. Ich bin richtig happy, richtig froh. Ja, und jetzt würde ich sagen, alles zusammenräumen, wieder zusammenbauen. Und dann mal mit der Christine besprechen, ob wir weiterfahren, weil jetzt hat der Kleine natürlich in der Zeit geschlafen. Das Ganze hat jetzt mit allem eine Stunde gedauert. Ja, die Fliegen nerven immer noch, aber der Bus läuft wieder. Ja! Bisschen weiter gefahren. Jetzt haben wir aber gesagt, dass wir eine kleine Pause machen möchten, beziehungsweise ein Plätzchen für die Nacht suchen. Hier schaut es richtig schön aus. Hier sind so schon die ersten Dünen, ein paar trockene Bäume. Und hier kann man sich auf jeden Fall schön verstecken, falls noch jemand auf der Piste entlang fahren sollte von den ganzen Touri-Trips. Hier würde ich mich schon mal festfahren. Ja, schaue ich mir mal den Platz von außen an. Schön, schön, richtig schöner Sand. Der Sand hält so stark, ich habe jetzt keinen Gang drin, keine Handbremse. Der Sand hält das easy. Endlich haben wir einen Platz gefunden, mit dem wir zufrieden sind. Es ist völlig windstill, weil wir haben uns hinter diesem Baum versteckt. Dementsprechend ist überall außenrum doch ziemlich windig, aber hier hinten, da wo wir jetzt stehen, ist es richtig gut. Es gibt auch jede Menge Feuerholz. Das wird ein richtig guter Abend. Und ich glaube, dass das Video jetzt auch gut ist, weil wir hatten dieses ungeplante kleine Malheur mit der Zündspule. Dementsprechend ist das Video, glaube ich, schon lang genug. Und dann geht es im nächsten Video weiter, wie wir dann die Strecke zu Ende fahren. Da kommt dann noch der Lac Iriki. Das ist dieser ganz große, ausgetrocknete See. Da kann man wirklich Vollgas fahren. Ich glaube, wenn man Bock hat, theoretisch VMAX von dem Bus. Und danach kommen die ganz großen Dünen. Erkchegaga, ewig lange Weiten, Sanddünen. Da werden wir richtig viel Spaß haben, werden uns bestimmt das ein oder andere Mal festfahren, andere Offroader treffen und so weiter. Ich glaube, das wird richtig cool. Aber für dieses Video soll es das jetzt gewesen sein. Ich filme euch jetzt gleich nochmal, wo wir hier gelandet sind, wo wir stehen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Kanal abonnieren nicht vergessen. Das würde uns wirklich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und jetzt kommen noch ein paar Impressionen von unserem Stellplatz. Ciao.